Hallo und herzlich willkommen zu diesem Zotero-Workshop. Wir zeigen euch hier, wie ihr Literatur verwalten und dann damit in Word arbeiten und zitieren könnt. Fangen wir gleich an. Ihr fragt euch vielleicht, warum ihr Literaturverwaltungsprogramme überhaupt benutzen solltet. Und Literaturverwaltungsprogramme bieten einige ziemlich große Vorteile, vor allem wenn ihr dann längere Abschlussarbeiten schreiben möchtet. Ihr könnt euch damit nämlich eine Übersicht über eure Literatur verschaffen. Ihr könnt eure Literatur ordnen, verwalten, annotieren und auch kommentieren. Und das führt dann dazu, dass ihr eure Literatur einfach wiederfinden könnt und ihr dann auch gleich zitieren und Bibliografien automatisch erstellen könnt. Ihr könnt euch damit also einen relativ einfachen Workflow schaffen, der euch das Arbeitenschreiben wahnsinnig erleichtern kann. Es gibt verschiedenste Literaturverwaltungsprogramme, drei davon sind hier auf der Folie aufgeführt. Und welches Programm für euch am besten ist, da müsst ihr euch so ein bisschen durchprobieren oder die Vor- und Nachteile abwägen. Unter dem Link auf der Folie findet ihr beispielsweise so eine Pro- und Kontraliste. Wir zeigen euch die Literaturverwaltung heute anhand von Zotero. So, bevor ich euch zeigen werde, in einer kleinen Demonstration, wie ihr Zotero auf dem Rechner bedient, haben wir eine kurze Übersicht über die Features. Dazu hier ein Screenshot meiner eigenen Zotero-Instanz, die ich kurz von links nach rechts durchgehen und besprechen möchte. Links haben wir die Ordnerstruktur. Die Ordner sind unter Bibliotheken geordnet. Und man kann auch mehrere Bibliotheken haben, wie ihr auch bei mir seht. Unten links haben wir die Tags, die werde ich später in der Demo noch genauer erklären. Und in der Mitte sehen wir jetzt den Ordnerinhalt des Ordners Software Algo AI Studies. Das habe ich für eine SA letztes Semester verwendet. Hier sieht man also die Titel der Publikationen, dann die Namen der Ersteller und rechts in der Mitte haben wir ein Symbol für Anhang, also ob die Publikation ein PDF hat. Wenn das Symbol ganz deutlich ist, heißt es, auf diesem Rechner ist ein PDF verfügbar. Ist es so halbdurchsichtig, heißt es, ich habe auf einem anderen Rechner ein PDF verlinkt, das ich aber hier nicht zugreifen kann. Und wenn keines ist, dann habe ich keinen Anhang. Rechts sehen wir nun die Infos zu einem der Publikationen, also die Detailansicht der Metadaten. Hier in diesem Fall ist es von Kultur der Digitalität von Felix Stalder. Da haben wir alle Informationen von Titel über Autor, Ort, Verlag und so weiter. Diese Spalte ist auch von Hand selber bearbeitbar. Genau, was ich euch gleich in der Demo zeigen werde, ist zuerst einmal, wie man Einträge erstellt. Dazu gibt es vier Varianten. Einerseits kann man das von Hand machen, das ist die aufwendigste, aber auch die genaueste Variante. Dann haben wir die Zauberstabfunktion. Dort gibt man eine DOI oder sonst einen Identifikator ein. Und Zotero holt sich dann die Informationen selbst aus dem Web. Dann eine andere Möglichkeit ist, direkt mit dem Browser-Plugin sich die Informationen nach Zotero zu importieren. Oder auch ein PDF einfach reinzuziehen und meistens kommen dann viele Metadaten auch schon mit. Wenn man die Einträge erstellt hat, dann ist Zotero auch sehr nützlich dafür, Markierungen und Notizen in den Dokumenten zu machen. Dafür gibt es einen internen PDF-Viewer, den man öffnen kann, sofern man ein PDF angehängt hat. Darin kann man dann verschiedenste Markierungen machen, durch Anstreichen, Unterstreichen, durch Zeichnen in die Marginalien, Text einfügen, Notizen einfügen oder einen Bereich auswählen. Hier noch einmal ganz kurz die Ordnerstruktur. Wir haben zuoberst die Bibliotheken, dann in den Bibliotheken haben wir die Ordner. Wie ihr genau die Ordner strukturieren wollt, ist eure Sache. Zum Beispiel kann man nach Seminaren oder nach Disziplinen oder Projekten die Ordner erstellen und dann jeweils die zugehörigen Publikationen dorthin einsortieren. Zuunterst haben wir eben die Dokumente und den Dokumenten kann man noch Tags zuweisen. Zum Beispiel habe ich die Texte schon gelesen oder ähnliches.
So, dann sehen wir hier jetzt eine ganz leere Zotero-Instanz. Hier sind also noch keine Titel drin, aber das werden wir gleich ändern. Dazu werde ich jetzt zuerst dieses Zauberstab-Symbol ausprobieren. Hier kann man eben verschiedene Identifikatoren von Publikationen eingeben. Dazu brauche ich natürlich zuerst eine DOI beispielsweise. Die hole ich mir jetzt auf Safari. Und zwar möchte ich von Heiko Hausendorf ein bestimmtes Paper. Hier haben wir schon das Paper. Dann suche ich jetzt meistens auf der ersten oder zweiten Seite finden wir die DOI. Die kopiere ich dann einfach und füge sie hier ein. Und hier sind auch schon die Metadaten. Und weil das Paper Open Access ist, haben wir auch schon das PDF mit dabei. Jetzt ist es aber hier so, der Ort dieser Publikation ist nicht mitgekommen. Das heißt, wir müssen die von Hand suchen. Aber die steht meistens auch am PDF. Und zwar jetzt hier. Nein, hier steht sie nicht. Dann gehen wir zurück in Safari und sehen hier Originally Published at Berlin-Boston. Das tragen wir dann von Hand nach im entsprechenden Feld. Wenn jetzt hier das PDF noch nicht dabei gewesen wäre, dann macht man das mit einem Rechtsklick und mit Anhang hinzufügen. Und dann entweder kann man eine Datei verlinken, dann wird sie aber nicht synchronisiert, oder eine Datei anhängen. Gut, dann als zweites möchte ich euch die Browser Extension zeigen. Dafür gehen wir wieder in den Browser, suchen eine neue Publikation. Stifters Mikrologien, auch bei uns am Haus entstanden. Das haben wir hier von Springer. Dann gehen wir hier oben, das ist die Zotero Browser Extension. Die wir dann, wenn wir mit einem Klick darauf gehen, können wir sogar auswählen, welche Texte oder sogar das ganze Buch wir importieren wollen. Ich möchte jetzt das ganze Buch und zusätzlich noch eine weitere Publikation, also ein Buchteil, dann sagen wir OK und wir speichern es in diese Gruppe. Enter und schon sind die Publikationen hier erschienen. Jetzt ist auch wieder wichtig, dass wir eigentlich jedes Mal kurz überprüfen, ob alle wichtigen Daten hier sind. Hier ist der Ort jetzt vorhanden. Bei Buchteilen sogar die Seitenzahl. Wenn ihr erst später merkt, dass ihr noch einen anderen Buchteil braucht, dann müsst ihr diesen nicht von Hand erfassen, sondern einfach mit Rechtsklick auf das Buch, dann Buchteil erstellen und dann wird eine Art Kopie angefertigt, wo man einfach den Titel eingeben muss und noch hier einen Autor hinzufügen. Dafür macht man quasi einen neuen Herausgeber in, aber ändert dann quasi die Funktion der Zu-Autorin. Und dann gibt man einfach die entsprechenden Felder ein und hat dann seinen Buchteil. Das geht übrigens auch in die andere Richtung, wenn man also ein Buchteil hat und das ganze Buch möchte, kann man hier ein Buch erstellen. Spart einem sehr viel Arbeit. Ein weiteres sehr häufiges Szenario, vor allem für Studierende, ist, wenn auf OLAD beispielsweise ein PDF bereitgestellt wurde, kann man dieses herunterladen und dann via Drag and Drop einfach hineinziehen, so wie hier. Dann erscheint das und nach ein paar Sekunden werden auch die Metadaten erfasst. Hier haben wir also Kult und Macht, Weltherrschaft von Mireille Schneider. Die letzte Möglichkeit, wie schon erwähnt, die aufwendigste, aber auch die sicherste. Wir sehen auch hier bei dem PDF-Import wieder, der Ort fehlt. Müsste man nachschlagen. Eben die sicherste Methode ist von Hand. Dazu einfach hier oben links
einen neuen Eintrag erstellen, dann die entsprechende Textart oder Publikationsart auswählen, zum Beispiel einen Zeitungsartikel, und dann einfach alles von Hand eintragen. Oder alle relevanten, meistens braucht man nicht alle. Genau, diese Erstellungsart ist auch vor allem bei älteren Büchern oder bei Publikationen, die noch nicht digitalisiert wurden, vonnöten. Genau, jetzt, wo wir einige Publikationen hier haben und die auch gerne lesen würden, können wir einfach den PDF-Viewer öffnen. Hier, das habe ich schon offen, von Heiko Hausendorf. Und dann machen wir einige Markierungen, beispielsweise jetzt mit einem Leuchtstift. Hier ein Satz oder, das ist jetzt natürlich wahllos, hier nochmal ein Satz. Dann haben wir links hier also die Notizen, die erscheinen. Hier kann man auch selber noch Kommentare hinzufügen. Hat man jetzt also ein Dokument gelesen, alle das Wichtigste angestrichen und eventuell noch kommentiert, kann man jetzt wieder hier rausgehen, dann auf den Anhang mit Rechtsklick eine Notiz aus Anmerkungen hinzufügen. Und dann erscheint hier quasi ein neuer Anhang zu dieser Publikation mit den Notizen bzw. den Anstreichungen. Hier hat es auch schon quasi eine Inline-Referenz mit der Seitenzahl und auch die eigenen Kommentare, falls man noch ein anderes Programm verwendet für Exzerpte oder ähnliches. Ist das ein sehr guter Weg, um die Notizen dann herauszukopieren. Dann zum Schluss noch, wie versprochen, die Tags. Dazu kann man bei einer Publikation einfach hier nach unten und dann die Tags. Hier wurden schon Tags mit importiert. Ich verwende allerdings ganz gerne einen gelesen Tag, damit ich mich erinnere, auch nach ein paar Monaten noch, dass ich diese Publikation gelesen habe. Dann gibt man das einfach ein, der Tag erscheint, und hier links kann man dann auch noch mit Rechtsklick eine Farbe zuweisen, zum Beispiel rot. Und wenn ich das jetzt bei, sagen wir, zwei Publikationen diesen Tag habe, dann kann ich hier jetzt auch noch Tag filtern und so nur die mir anzeigen lassen, welche mit diesem Tag versehen sind. So, nach dieser kurzen Demo, wie man Zotero auf dem Rechner verwendet, möchte ich noch kurz, bevor ich an Xenia wieder übergebe, auf Zotero Web eingehen. Einige Funktionen gehen nämlich nur mit einem Account, den man im Internet erstellt. Dieser Account wird benötigt für die Web Library, also dass man von jedem Browser aus auf seine Library zugreifen kann. Dann kann man mit dem Account die Library auf mehreren Geräten syncen. Das heißt beispielsweise, wenn ihr lieber die Anmerkungen auf eurem iPad macht, dann könnt ihr es dann synchronisieren, dann erscheinen sie auch auf eurem Rechner und im Web. Außerdem kann man Bibliotheken teilen und Gruppen erstellen für Forschungsprojekte oder für Gruppenarbeiten. Und auch wichtig, man kann ein Backup der Bibliothek machen, falls einmal der eigene Computer aussteigt. Natürlich ist es jetzt nicht komplett gratis. Der Speicherplatz kostet ab einer gewissen Größe. Bis zu 300 MB ist das Ganze gratis. Für mehr gibt es von Zotero angeboten Kostenmodelle zwischen 20 und 120 Dollar pro Jahr. Dann hat man 2 GB bis zu unlimitiertem Speicherplatz. Eine Alternative dafür wäre, den Speicherplatz auf eine eigene Cloud zu verlagern. Das kostet nichts, man muss es allerdings einrichten. Wir schauen uns jetzt als nächstes an, wie man in Zotero Gruppen anlegen kann, das heißt seine Bibliothek mit anderen Personen teilen kann. Und dazu braucht ihr ein Zotero-Konto. Das Zotero-Konto dient auch dazu, dass ihr eure Bibliotheken auf verschiedenen Geräten synchronisieren könnt und eben auch dazu, dass ihr Gruppen teilen könnt, beziehungsweise Bibliotheken über Gruppen teilen könnt.
Das Zotero-Konto anzulegen ist ganz einfach. Ihr müsst einfach eine Mailadresse hinterlegen und ein Passwort festlegen, das ihr euch dann natürlich auch merkt. Und dann könnt ihr eigentlich auch schon loslegen. Wenn ihr euch jetzt im Browser in Zotero einloggt, dann habt ihr verschiedene Optionen, euer Zotero-Konto zu verwalten. Und um eine Gruppe zu erstellen, geht ihr auf den Reiter Groups, das seht ihr relativ weit oben. Und dann könnt ihr eigentlich auch schon mit dem Gruppenerstellen anfangen. Gruppen zu erstellen ist relativ praktisch, wenn ihr beispielsweise gemeinsam an einem Projekt oder an einer Seminararbeit arbeiten möchtet, weil ihr dann alle die gleiche Literatur habt und auch darauf zugreifen könnt. Ihr könnt dann auch jeweils die Notizen der anderen Personen einsehen. Ihr klickt also auf diesen Reiter Groups und sagt dann unten Create a new group. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Ihr gebt dann dieser Gruppe als erstes mal einen Namen. In diesem Fall ist das jetzt hier die Test Group. Ihr seht das hier auf dem Bildschirm. Und dann könnt ihr auswählen, was das für ein Gruppentyp sein soll. Es gibt da also die Option, die Gruppe öffentlich zu halten oder sie privat zu halten. Wenn ihr die Gruppe einfach innerhalb eines Seminars verwendet, dann würden wir empfehlen, die Gruppe privat zu halten. Als nächstes kommt ihr zu den Einstellungen der Gruppe und da gibt es ganz viele verschiedene. Da könnt ihr euch am besten einfach selber durchklicken. Beispielsweise könnt ihr dort einstellen, welche Mitglieder der Gruppe welche Berechtigung haben und wer was sieht. Das sind aber so viele Einstellungen, dass wir da jetzt nicht im Detail durchgehen. Das könnt ihr euch dann selbst anschauen, sobald ihr eure eigenen Gruppen erstellt. Was nun aber natürlich wichtig ist, damit andere Personen auch auf diese Gruppe zugreifen können bzw. in dieser Gruppe mit drin sind, müssen sie eingeladen werden und das macht ihr über die Member Invitations. Ihr schickt also eine Einladung an die Person, die ihr in der Gruppe mit drin haben wollt. Dazu braucht ihr die Mailadresse der Person bzw. die Mailadresse, die die Person für ihr Zotero-Konto selbst verwendet. Ihr könnt dann auch hier die Rollen updaten. So eine Person ist quasi Owner, so besitzt diese Gruppe und die anderen haben dann verschiedene Rollenzuweisungen, die ihr ändern und updaten könnt. Das würden wir euch auch empfehlen, dass ihr das einfach einmal checkt, bevor ihr dann mit der Gruppe arbeitet. Nun habt ihr also gesehen, welche Features es in Zotero selbst gibt und wie ihr Gruppen erstellen könnt. Und als nächstes wollen wir euch noch zeigen, wie ihr mit Zotero und Word arbeiten könnt, denn das wird wahrscheinlich der häufigste Verwendungszweck sein, wenn ihr Seminararbeiten oder auch Abschlussarbeiten schreibt. Wenn ihr Zotero installiert, dann sollte das Word-Plugin eigentlich gleich mit installiert werden. Falls das nicht der Fall ist, dann gibt es aber die Option, das manuell nachzuinstallieren. Wenn ihr nämlich in Zotero in die Einstellungen geht und dann auf Zitieren drückt, das ist so ein Reiter hier an der Seite, ihr seht den hier im Screenshot, dann gibt es dort die Option Textverarbeitungsprogramme und dort müsst ihr dann einfach das Microsoft Word Add-in installieren. Bei mir steht jetzt hier erneut installieren, weil es bei mir eben schon installiert ist. Wenn ihr dann ein neues Word-Dokument öffnet, solltet ihr, das seht ihr jetzt oben rechts im Screenshot, so einen Zotero-Reiter angezeigt bekommen, mit dem ihr nun eben eure Zitation in Word machen könnt. Falls das alles immer noch nicht funktioniert hat, würden wir euch empfehlen, Zotero und Word einmal komplett zu schließen, also das Programm zu beenden und nochmal neu zu starten. Das hilft in den meisten Fällen. Gut, ihr schreibt jetzt also eure Seminararbeit und möchtet dann ein Zitationsformat auswählen, beziehungsweise ihr wollt dann zitieren. Dazu gibt es verschiedene Zitierstile. Ihr kennt das von den Merkblättern zum Verfassen von Arbeiten am deutschen Seminar und ihr wisst auch, dass es da verschiedene Stile gibt, die ihr benutzen sollt oder müsst. Das ist in Zotero natürlich auch der Fall. Wenn ihr euch die Merkblätter anschaut, dann werdet ihr sehen, dass wir mittlerweile Zitierstile empfehlen für die Linguistik und diese dürft ihr dann verwenden. Wenn euch diese nicht angezeigt werden, dann könnt ihr auf Stile verwalten drücken, das seht ihr auch hier im Screenshot, und dann nach dem entsprechenden Stil suchen. Gut, ihr habt jetzt also einen Stil ausgewählt, dann könnt ihr mit dem Zitieren anfangen. Wir zeigen euch das gleich in einer Live-Demo.
Okay, wir zeigen euch die Zitation und Bibliografieerstellung in Word gleich anhand eines Beispieldokuments. Ihr seht also, ich habe hier einen Satz geschrieben und ich möchte dazu jetzt eine Zitation anfügen. Als allererstes gehe ich dazu jetzt auf Document Preferences und dann öffnet sich so ein Pop-up-Fenster. Da kann ich jetzt eben den Zitierstil auswählen. Ich wähle jetzt hier beispielsweise das Unified Style Sheet for Linguistics von De Gruyter, klicke da also drauf und drücke dann einfach auf OK. Dann haben wir das schon eingestellt. Als nächstes möchte ich eine Zitation hinzufügen und das mache ich, indem ich hier oben links auf Add/Edit Citation klicke. Dann öffnet sich nochmal so ein Pop-up. Und da gebe ich jetzt eben quasi den Namen des Werks ein oder den Namen des Autors, der Autorin, was ich zitieren möchte. Ich möchte jetzt beispielsweise hier die Dissertation von Noah Bubenhofer zitieren. Wähle die dann aus und die erscheint dann jetzt in diesem Pop-up. Entweder kann ich das jetzt so einfügen, dann kommt die Zitation dort so hin, wie ich sie jetzt hier drin habe. Ich kann sie aber auch noch anpassen, indem ich einen einfachen Klick da drauf mache. Dann geht noch ein neues Pop-up auf und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, beispielsweise die Seite zu spezifizieren. Ich habe jetzt vielleicht was von Seite 123 zitiert und vielleicht habe ich das nicht direkt, sondern indirekt zitiert und dann setze ich hier noch ein Vergleiche hin. Wenn das Pop-up so ausgefüllt ist, wie ich es gerne haben würde, dann klicke ich mich da raus und drücke einfach Enter und jetzt seht ihr, die Zitation erscheint gleich dahinter. Ich würde jetzt natürlich in einer schön formatierten ESSA den Punkt ans Ende setzen und bin dann damit fertig. Das mache ich jetzt durch meine ganze Seminararbeit hindurch und am Ende oder auch schon dazwischen vielleicht mal möchte ich diese Bibliografie jetzt erstellen, dass ich sehe, wie meine Bibliografie aussieht. Den Reiter Bibliografie hier, den habe ich selbst erstellt, dann klicke ich einfach darunter und drücke dann hier oben im Zotero-Reiter auf Add/Edit Bibliography. Und dann werden alle Werke, die irgendwo zitiert sind in meiner Seminararbeit, hier in der Bibliografie aufgelistet. Wenn ich jetzt also 15 verschiedene Werke habe, werden alle 15 darunter aufgelistet. Und das eben schon in dem richtigen Stil. Wenn ich jetzt in der NDL oder in der RDL eine Arbeit schreibe, dann funktioniert das bei uns ja mit der Fußnotenzitation. Und dafür gibt es eben auch schon vorgefertigte Zitierstile. Ich zeige euch hier gleich ein Beispiel. Ich würde dazu einfach auf Document Preferences wieder gehen und dann den entsprechenden Stil auswählen. Ich gehe also hier auf die Document Preferences und benutze dann jetzt beispielsweise hier die Modern Humanities Research Association 4th Edition. Das ist so eine Note mit Bibliography eben. Und wenn ich jetzt auf OK drücke, dann seht ihr hier oben erscheint jetzt eben die Fußnote, also Nummer 1. Und wenn ich ans Ende des Dokuments runterscroll, dann seht ihr, das ist jetzt hier unten zitiert. Es funktioniert also beides. Ihr könnt inline zitieren und ihr könnt eine Fußnotenzitation machen. Wir haben euch das Zitieren jetzt nur anhand von Word gezeigt. Es gibt natürlich aber auch noch andere Textverarbeitungsprogramme, die für Seminararbeiten verwendet werden können. Und manchmal müsst ihr dann quasi kein Add-in installieren, sondern ihr müsst eure Bibliografie exportieren. Das funktioniert, indem ihr einen Rechtsklick in Zotero auf die zu exportierende Sammlung macht und dann Sammlung exportieren auswählt. Und dann könnt ihr das Format spezifizieren. Da gibt es ganz viele unterschiedliche. Ein relativ geläufiges ist beispielsweise BibTeX. Das wählt ihr dann aus. Ihr wählt den Speicherort auf eurem PC aus und exportiert die Sammlung dann dahin. Ihr habt dann also ein File dieser exportierten Bibliothek auf eurem Desktop beispielsweise. Und ihr könnt dieses File dann am gewünschten Ort importieren. Also hier seht ihr, wie das Pop-up aussieht, wenn ihr in Zotero die Sammlung exportieren möchtet. Dann könnt ihr dort eben verschiedene Optionen auswählen und das File sieht dann in etwa so aus. Wenn ihr jetzt aber in Word arbeitet, ist das nicht so relevant für euch. Wenn ihr mit einem anderen Textverarbeitungsprogramm eure Seminararbeiten schreibt, dann kann das für euch relevant werden. So, kommen wir jetzt also noch zu den verschiedenen Stilen, die ihr verwenden dürft. Für die Linguistik wird das im Merkblatt verwendet, für die Literaturen dann ebenfalls. Orientiert euch daran
oder sprecht euch mit euren Dozierenden ab, welche Stile sie empfehlen bzw. welche Stile ihr bei ihnen verwenden dürft.